Hallo, mein Name ist Daniel Lubatz, ich bin 26 und wir sind hier in der Falknerei Palmenhorst in Krautostheim. Und ich bin die Maria Auer, die Mama vom Danilo. Wir haben eine Falknerei mit einer Auffangstation für Greifvögel und Eulen jeglicher Art. Das heißt, wir haben eigene Tiere und je nachdem auch immer wieder andere Tiere, Wildtiere, die von draußen kommen, die wir wieder aufpäppeln. Und unser Ziel ist es natürlich, so viele wie möglich wieder in die Natur zu entlassen. Wir sind auf den Martinsumzug gekommen, weil wir gesagt haben, eine Eule, die sieht in der Nacht, eine Laternenwanderung, das passt perfekt dazu. Den Tieren geht es dabei soweit gut, den Kindern, gerade hier aus dem Ort, macht man auch nochmal eine Freude. Und so hat man eine Win-Win-Situation für jeden. Also die Falknerei Palmenhorst, die haben wir Anfang dieses Jahres gegründet, nachdem wir beide den Jagdschein und den Falknerschein gemacht haben. Ich kann sagen, für mich und auch für meine Mutter. Bei mir 2019 mit dem Burnout, bei ihr mit dem Schlaganfall. Die Eulen, die sind für uns mehr als nur Tiere oder auch nur Haustiere. Es ist Partner, es ist irgendwo eine Berufsbeziehung und eine Leidenschaft dahinter, die ich mir so auch gar nicht vorgestellt habe am Anfang, dass ich nur ein Tier so in mein Herz schließen könnte, aber ein Leben ohne sie kann und will ich mir nicht mehr vorstellen. Mir geht's genauso. Schon als Kind habe ich Eulen aufgezogen und mir jetzt diesen Traum zu erfüllen, halt nicht nur Eulen, sondern auch die anderen Greifvögel. Wir haben ja auch noch Bussarde, ein Habicht und vor allen Dingen halt verletzte Tiere wieder aufzupäppeln. Das ist einfach ja meine Lebensaufgabe für die Zukunft. Wir haben zwei Wüstenbussarde bei uns, einen Habicht, fünf Eulen insgesamt. Und je nachdem, was wir von den Auffangtieren haben, reicht das auch von Mäusebussard über einen Milan hin zu einem Waldkauz oder Kolkraben hatten wir auch schon mal da. Das ist immer unterschiedlich. Unter der Woche, wenn man sich die Vögel anschauen möchte nochmal, kann immer soweit jemand kommen. Und wenn man direkt plant, Falkner für einen Tag oder man möchte ein Fotoshooting oder ähnliches machen, dann alles telefonisch mit Termin. Also wer uns kontaktieren möchte, der kann uns gerne unter der Telefonnummer 0151 41 81 8343 anrufen oder ihr nehmt Kontakt über die Webseite mit uns auf, und zwar unter dem Falknerei Palmenhorst oder Greifvogelschutz Palmenhorst. .de